Was geht, meine Hombres? Es ist Zeit für das Love's Hunger. Wir stehen gerade in der Rammstein Airbase in Deutschland und ich habe hier eine MiG-21 dabei. Genau, die Freeware MiG-21 von Flight Simulator. Denn ich werde mir keine Jets für den MSFS holen. Dafür ist, genau, mein DCS-Projekt zuständig oder wird zuständig sein. Ich weiß es noch nicht ganz, wie das hier ablaufen wird. Das Video nehme ich ein bisschen im Voraus auf, nicht böse sein. Und ich kann direkt sagen, das Ausmodell sieht echt geil aus. Also ich finde die MiG-21, in der ich schon mal drinnen saß, in dem Polnischen Museum, da wo ich auch in der Antonov drinnen war, richtig geil. Auch eines ja, meiner Top-Jets und auch eine, ja, einer der Jets, die auch in DCS fliegen würde, neben der F5, der F18 und neben dem Eurofighter, der Dassault Rafale, Mirage 2000, Jazz 39, dies, das, also es gibt viele Jets, die ich sehr geil finde, und das ist einer davon. Und ich würde sagen, ready to fly. Verzieh dich. Jetzt kommen wir gleich. Das Außenmodell, wunderschön. Von den Liveries war keine so richtig geil. Also alle gehörten der tschechischen Luftwaffe an, wo ich jetzt kein Hater bin. Aber alle von denen waren irgendwie hier komisch bemalt. Hier war irgendwie so ein bisschen Camouflage, dann grau, dann Camouflage. Und andere waren blau-roh, also in tschechischen Farben. Also nee. Aber ich dachte, ich habe das hier nicht gesehen, dass da noch mal eine MiG-21 drauf gemalt wurde, auf der MiG-21. Aber die Tigerstreifen haben mich angesprochen. Ich mag den Tigerpanzer. Ich will mich ein bisschen zurückschieben lassen. Damit, ja genau, das Ding jetzt nicht da drin steckt. So. Die Textur, ja, habe ich gerade eben was gesagt, ist okay. Waffen haben wir jetzt nicht, aber ich würde mal kurz gucken, ob das hier bei Payload möglich ist. Das geht ja in einigen anderen Jets. Nee, tatsächlich nicht. Schade. Dann fliegen wir das Ding aber ohne Waffen. Das Cockpit sieht aus wie eine MiG-21. Ist nur ein bisschen. Der Zoomwinkel ist ein bisschen weird. Ist aber okay. Das ist auch eine Konversation aus dem FSX. Deswegen. Kann man hier nichts drücken. Ich kann auch nichts lesen. Das ist die andere Sache. Deswegen machen wir das im Schnelldurchlauf. Steuerung E. Steuerung E gesagt. Kommt da auch noch was?
bevor uns das Ding hier noch in die Ohren fliegt, fahren wir mal los. Das ist jetzt kein Bugrad verfügbar, okay. Und hier muss ich das wieder so richtig dumm wie die Tupolev 154 taxien. Das machen wir besser. Willkommen auf der Startbahn. Und ich würde mal sagen, yalla. Jo, willkommen in der Luft. Ich merke, das Ding ist sehr agil. Das ist zu agil. Haben wir vielleicht eine Geschwindigkeit hier irgendwo? Das ist Wissockeuch. Das ist dann die Geschwindigkeit. Aber fliegt. Ich glaube nicht, dass ich so eine Mick. Kurva. Nein. Nicht gut. Das ist nicht gut! Er fängt jetzt schon super an, Alter. Nett. Okay, wichtiges Thema. Ganz wichtig, niemals zu schnell mit dem Ding fliegen. Sonst endet das aber in einer Katastrophe und das wollen wir alle nicht. Mein Gott, das Ding ist laut. Ich habe jetzt meinen Aufnahmegruppe einfach leise gemacht, damit das nicht den ganzen Sound aufnehmen muss. Aber das Ding ist scheiße laut. Okay, dann lassen Sie uns hier loslegen mit dem Landemanöver. Wie ich gesehen habe, die Speedbikes funktionieren einwandfrei. Bloß keine zu starken Manöver. Das kommt gar nicht gut. Nee, das mag die EBIC-21 nicht. Da ist die Landebahn. Flaps sind auf Maximum. Ach, G's ist am Leben. Dann können wir auch hier auf G's umschalten. Dann landen wir mal das Ding.
Aber auf der Air Force Base bitte. Nicht in der Stadt. So, das gefällt mir viel mehr. Kriegen wir schon Anzeigen für den Afterburner. Mal gucken, ob hier sich ein Fallschirm gleich öffnet. Was mache ich mit den Parking Brakes? Wow, 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 wow. Sieht sehr gut aus. So unberechenbar, ne? Das ist... Ah! Oh, Kurva. Gut, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst einen Daumen hoch da. Das ist genau dasselbe. Warum sage ich das eigentlich? Ja, Abo wäre cool, ein Kommentar wäre cool. Tut mir leid, dass es so kurz war. Tut mir leid, dass die Landung so scheiße war. Tut mir leid, dass ich im Flug irgendwo hingekracht bin, aber... das Flugmodell ist jetzt wirklich nicht top. Ne? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao.